Können Sie sich vorstellen, für ein Start-up zu arbeiten? Wieso nicht? Viele neue Innovationen, neue Ideen, Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ist schnell. Jetzt kann ich mir noch gar nicht vorstellen zu arbeiten. Ja, schon. Und warum? Es ist halt interessant, mal was mit anzupacken, was aufzubauen. Nicht wirklich, weil es nicht meine Zukunftsrichtung ist. Warum nicht? Neue Sachen herausfinden, was Neues machen, na klar. Und was genau würde ein Start-up für Sie als Arbeitgeber attraktiv machen? Ja, wahrscheinlich Flexibilität am Arbeitsplatz, dass es wahrscheinlich eher gleichaltrige Leute sind, Leute vielleicht auch auf derselben Augenhöhe wie einer. Attraktiven gegenüber anderen Arbeitgebern jetzt auch nicht, aber es wäre halt auch eine Möglichkeit, ja. Mitwirken zu können, Entscheidungen zu treffen. Was glauben Sie, wie man eine gute Innovationskultur in Sachsen schaffen kann? Den Lohn vor allem auch anpassen und ja, versuchen jüngere Leute oder Sachsen als Arbeitsbundesland attraktiver zu machen. Viele Menschen haben gute Ideen und ich finde, es sollte mehr gefördert werden. Arbeiten bei einem Start-up, bei einem jungen, innovativen Unternehmen, das können sich auch in Sachsen viele junge Menschen vorstellen, wie unser Stimmungsbild von der TU Chemnitz zeigt. Und damit herzlich willkommen zum neuen Wirtschaftstalk mit Wirtschaftsminister Martin Dulich. Ja, wir begrüßen Sie heute aus der Workshop-Galerie des Impact Hub in der Dresdner Innenstadt, genauer gesagt in der Zentrum-Galerie. Und unser Thema sind heute Innovationen made in Saxony. Das Impact Hub versteht sich als Zentrum für nachhaltigen Wandel. Hier können Gründer und auch gestandene Unternehmen den Raum für Ideen und ihre Arbeit finden. Ja, Sachsen ist Gründerland und will es bleiben. Und was dafür zu tun ist, darüber diskutieren wir heute und zwar mit diesen Gästen. Wie immer an meiner Seite ist Martin Dulich, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Im Zuge von Dekarbonisierung, Digitalisierung und Vernetzung sieht er enorme Chancen für neue Branchen und Industriebereiche. Er sagt, eine funktionierende Start-up-Kultur ist für jeden Standort, der wettbewerbsfähig bleiben will, essentiell. Marina Heilmann, Geschäftsführerin der Future Sachs GmbH, der Innovationsplattform des Freistaates Sachsen. Sie verzeichnet ein wachsendes Interesse von Investoren an sächsischen Start-ups. Denn Sachsen bietet mit seiner gründungsfreundlichen Wirtschaftspolitik ein fruchtbares Umfeld, um die Innovationskultur nachhaltig zu stärken. Und in unserer ersten Runde hier dabei Thomas Schmidt. Er ist Managing Director seiner Beteiligungsgesellschaft B Exponential und mehrfacher Unternehmensgründer. So hat er unter anderem als CEO der Data Factory eines der ersten webbasierten Flottenmanagementsysteme der Welt auf den Markt gebracht. Heute investiert er selbst in Startups und wurde dafür gerade erst als Business Angel des Jahres 2022 ausgezeichnet. Ja, das sind unsere Gäste hier in der ersten Runde im Impact Hub. Herr Dulich, welche Bedeutung haben denn Startups für den Wirtschaftsstandort Sachsen? Wie sieht's aus? Ja, natürlich eine sehr, sehr große. Wer innovativ bleiben will, muss natürlich auch auf neue und junge Ideen setzen. Also das heißt, Start-ups sind eigentlich sozusagen der Motor, um auch sozusagen generell eine Wirtschaft am Laufen zu halten, Innovationen voranzubringen. Und Sachsen setzt ja sehr stark auf industrielle Anwendung, auf Technologie, aber inzwischen haben wir auch verstanden, es geht eben nicht nur um Technologie, sondern auch um soziale Innovationen. Und wir brauchen eben so eine Kultur, wo auch junge Menschen sagen, ja, wir wollen uns hier verwirklichen, hier ist etwas Besonderes. Und Sachsen ist ja durchaus ganz erfolgreich, zumindest so als ostdeutsches Bundesland brauchen wir uns überhaupt nie verstecken. Vielleicht können wir da auch noch mal auf die Zahlen gucken. Ja. Wie viele Startups werden so gegründet? Wie viele Arbeitsplätze bringt das auch mit? Na gut, es gibt jetzt keine genaue Zahl, was die Gründungen betrifft. Aber was ich zum Beispiel spannend finde, dass von den 1200 Startups, die gemeldet waren vom Zeitraum 2010 bis 2019, waren 850 noch 2021 am Markt. Und das bedeutet, dass da anscheinend eine ziemlich nachhaltige Entwicklung auch da ist, dass sozusagen von denen, die sich in den letzten Jahrzehnt etabliert haben, eine große Nachhaltigkeit auch ausgeht. Ich meine, wenn wir über Startups reden, gehört Scheitern dazu, es ist klar, nicht jedes Startup ist erfolgreich. Aber wir haben anscheinend hier auch gute Bedingungen, gerade wir haben einen Hochschulstandort, das heißt, wir haben auch viele Ausgründungen, die aus den Hochschulen kommen. Wir haben eine innovative Unternehmerlandschaft, die auch sehr kleinteilig ist, die sozusagen wiederum die Innovation benötigt. Und genau diese Mischung macht es wahrscheinlich, warum Sachsen so interessant eben für Startups ist. Mhm.
Frau Heimann, Sie kommen von Future Sachs. Innovationsplattform ist das Stichwort. Was bedeutet das genau? Was muss man sich darunter vorstellen? Die Innovationsplattform hat die Aufgabe, Menschen, die innovative Ideen haben, einfach dabei zu unterstützen und mit Menschen zusammenzubringen, die selber diese Innovation unterstützen und das auf vielfältige Art und Weise. Und da ist egal, ob die Menschen aus der Wirtschaft kommen, aus der Wissenschaft, ob das junge Menschen sind, etablierte Menschen sind, die einfach im Nebenerwerb zum Beispiel eine Idee verfolgen und dabei dieses große Unterstützerland, was Sachsen zur Verfügung stellt, Intermediäre, Multiplikatoren, Institutionen, die einfach da sind, wie das Impact Hub, genau diese Menschen zu unterstützen und diese in einen regen Austausch zu bringen, viel, viel Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, denn man muss das Fahrrad nicht immer neu erfinden, sondern vor allen Dingen von den Erfahrungen der anderen profitieren. Und die letzte Bemerkung, Innovation entsteht natürlich dort, wo ja, Schnittstellen, wo Branchen aufeinandertreffen, wo unvorhergesehene Zufälle passieren. Und da ist Sachsen sehr stark aufgestellt, branchen- und technologieseitig. Und wenn man jetzt sachsenweit, branchenübergreifend, all die Menschen, die machen wollen, die Zukunft gestalten wollen, zusammenbringt, dann entsteht Großes, viel Energie. Ja, und dann passieren Innovationen und vor allen Dingen tolle Unternehmen für die Zukunft. Mhm. Ja, Business Angel, so habe ich Sie vorgestellt, Herr Schmidt. Vielleicht auch noch mal zur Erklärung, was ist eigentlich ein Business Angel? Ein Business Angel, um den Talk aufzugreifen, ist einfach ein Macher. Ein Business Angel im strengeren Sinne ist ein Investor, der sein eigenes privates Kapital einsetzt und zusätzlich noch Erfahrung meist als Unternehmer mit einbringt, um insbesondere jungen Unternehmen, aber auch Scale-Ups zu helfen, Fuß zu fassen mit Kapital, aber eben auch mit Erfahrung, mit Netzwerk und mit Hilfen letztendlich, die ein junges Unternehmen braucht, um im Endeffekt ganz groß werden zu können. Und das ist ja auch eine Art Seitenwechsel, kann man sagen, ne? Wie bei Ihnen. Sie haben als Unternehmer selbst gestartet und jetzt fördern Sie junge Unternehmen. Das ist richtig. Ich habe eigentlich alle drei Phasen durchgemacht. Ich habe also drei Unternehmen gegründet, bin dann in die Corporate-Welt eingestiegen als CEO einer niederländischen Firma, habe ein Unternehmen sehr, sehr groß gemacht und jetzt bin ich wieder sozusagen an der Anfangsphase, am Startup, beim Investieren, an Erfahrung und Kapital weiterzugeben, um letztendlich diesen Unternehmen zu helfen, richtig groß werden zu können. Also ich höre schon, Startups brauchen auch eine Menge Unterstützung, zumindest in der Anfangsphase. Welche Unterstützung erhalten denn Gründer hier bei uns im Freistaat auf dem Weg eben zu dieser erfolgreichen Unternehmensgeschichte? Na, ich bin erstmal froh, dass es solche Menschen wie Thomas Schmidt gibt. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Wir sind auch stolz darauf, dass sozusagen der Preisträger in diesem Jahr aus Sachsen kommt. Wir waren ja nicht nur Gastgeber beim Deutschen Business Angel Tag, sondern dass dann auch noch der Preisträger ja kommt, das hat uns auch alle stolz gemacht. Es zeigt aber eben auch, dass es Menschen braucht, die sich, sagen wir mal, auch verantwortlich fühlen, etwas weiterzugeben, auch von dem eigenen Erfolg wieder andere partizipieren zu lassen. Und das setze ich ganz bewusst an den Anfang, bevor ich über immer staatliche Förderung rede. Weil das Wesen von Start-up ist ja erstmal, dass sie wirtschaftlich erfolgreich sein müssen und nicht nur dadurch, dass sie eine Förderung erhalten. So. Darum sage ich auch, Scheitern gehört dazu. Und ich finde es schon interessant, dass wir auch in Deutschland dort einen Kulturwandel erleben, denn es ist nicht selbstverständlich. Wir haben in Großbritannien, in den skandinavischen Ländern eine ganz andere Kultur, was zum Beispiel Unterstützung von Start-up betrifft. Und wir haben in Sachsen natürlich noch mal ein anderes wirtschaftliches Umfeld. Ja? Und deshalb war es auch wichtig, dass wir als Freistaat dann schon geschaut haben, auch mit eigenen Förderinstrumenten mit zu unterstützen. Ob das jetzt, wenn Sie sagen, ein anderes Umfeld, meinen Sie ein nicht so finanzstarkes Umfeld wie meinetwegen in anderen Bundesländern? Oder? Ja, also wenn Sie zum Beispiel Bayern anschauen oder Baden-Württemberg, haben Sie natürlich eine andere wirtschaftliche Kraft. Dort haben Sie auch ein anderes Gründungsgeschehen, aber das hat natürlich auch ein anderes Umfeld. Und deshalb muss man mal gucken, womit man sich oder mit wem man sich vergleicht und was sozusagen die Bedingungen sind. Wir haben aber schnell als Freistaat Sachsen verstanden, dass wir sozusagen zumindest mit den Möglichkeiten, die wir als Staat haben, mit unterstützen, Netzwerke aufbauen, ob das jetzt die Unterstützung durch Bundes- und Europa- und Landesmittel ist, was zum Beispiel Gründungsinitiativen in Hochschulen betrifft, weil viele Gründungen kommen, sind Ausgründungen aus Hochschulen, ob das Gründerstipendien sind, ob das Beratungssysteme sind, ob das unser super Netzwerk Future Sachs ist, weil das ist sozusagen, das ist nicht nur eine Struktur, das ist Motivation. Man darf nie unterschätzen, wie wichtig es ist, einfach sozusagen auch diesen Geist mit zu unterstützen, dass Menschen sich selbstständig machen wollen, ihre Idee verwirklichen wollen. Wir haben einen InnoStart-Bonus, mit dem wir sozusagen auch junge Gründerinnen und Gründer für das erste Jahr unterstützen wollen. Wir haben inzwischen über den Technologie-Gründerfonds auch Finanzierungsbausteine. Also wir haben vielfältige
Instrumente, die wir mit beitragen oder mit denen wir beitragen wollen, dass wir hier, sagen wir mal, eine Kultur des Machens, des Wollens und des Umsetzens entstehen kann. Und wir freuen uns, dass sozusagen die zweite Seite, die für mich eigentlich sogar noch die wichtigere ist, im Sinne von, dass tatsächlich aus der Wirtschaft heraus sozusagen auch eine solche Start-up-Kultur unterstützt wird, dass die jetzt wächst. Mhm. Frau Heimann, wie wichtig sind solche Sachen wie der Inno-Start-Bonus, diese Gründerförderung für die Start-ups und Gründer in Sachsen? Wie wird das genutzt? Vielleicht können Sie da einen kleinen Überblick geben. Sehr gern. Also seit 2019 gibt es diese Gründungsförderung im Freistaat Sachsen und die zeichnet sich eben dadurch aus, dass der Gründende, und das kann auch jemand sein, der eben im Nebenerwerb eine Idee verfolgt, im Monat 1050 Euro bekommt. Sogar noch einen tollen Kinderzuschlag, wenn man denn eigene Kinder hat, weil es sind bestimmte Lebensphasen, in denen man häufig gründet. Das ist nämlich gerade, wenn man jünger ist. Es muss nicht so sein, aber das ist häufig der Fall. Und da spielt halt das Thema Sicherheit und damit finanzielle Sicherheit eine Rolle, die dadurch natürlich abgebildet wird. Und das Zweite, das ist ähnlich wie bei Business Angels, ist die ideelle Begleitung und Unterstützung, dass die, die sich auf den Weg machen und finanziell gestärkt werden für das erste Jahr, auch in diesem ersten Jahr ideell begleitet werden. Also sie werden an die Hand genommen. Wie baue ich das? Wie mache ich aus einer Idee ein Geschäftsmodell? Wie überführe ich dieses Geschäftsmodell am Ende auch in ein funktionierendes Unternehmen? Was ist auf der Reise zu beachten? Und da dürfen wir als Fütosax diese Förderung ideell unterstützen mit diesem Netzwerk. Und da sind beispielsweise eben Menschen wie Thomas Schmidt dabei, die aus den verschiedensten Bereichen dann stärkend und unterstützend wirken auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite Investor Readiness, ganz klassische Themen, wie genau muss ich mich vorbereiten, bei welchem Gesprächspartner auch immer. Das klingt trivial, ist aber am Ende ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist die Kultur, die Herr Dulich auch anspricht. Man muss halt dann doch mal den Motivationsklaps auf die Schultern bekommen, denn es geht auch einfacher. Und wir haben im Einspieler ja gehört gehabt, manche wissen gar nicht, was sich so hinter Unternehmertum verbirgt und diesen jeden Tag die Extrameile gehen, motivierend nach vorne gehen, andere Menschen mitziehen, zu ihrer Frage auch volkswirtschaftlich, Start-ups. Natürlich ist das Ziel, dass man Mitarbeiter auch anstellt und all das gehört dort rein, aber es ist ein unheimlich großes Fragezeichen am Anfang. Und je mehr man helfen kann, dieses Fragezeichen aufzulösen und dabei zu stärken, zu motivieren, naja, umso besser. Und das zeigt das Ergebnis der Gründungsförderung, also dass alleine von diesen geförderten Unternehmen, und das sind eine ganze Menge, also insgesamt haben 400 dort alleine mitgemacht und alle, die da mitgemacht haben, haben gegründet. Und bis jetzt sind nur 3 wieder ausgefallen aus der Förderung. Einer ist weggezogen nach Hamburg, es sei ihm gegönnt. Und die anderen 2 haben auf der Reise festgestellt, dass das Geschäftsmodell nicht funktioniert. Ja, und so soll es sein, denn das gehört dazu, herauszufinden, mit starker Unterstützung von Erfahrenen, dass nicht jede Idee ein Unternehmen werden kann. Mhm. Ja, Unterstützung gibt es natürlich auch vom Business Angel. Was geben Sie denn den Leuten mit auf den Weg? Was sind so Tipps, die Sie da parat haben? Ja, es gibt für kein Unternehmen die goldene Roadmap sozusagen. Man muss sich jedes Unternehmen einzeln anschauen. Welches Produkt macht das? In welchen Märkten gehen sie rein? Welches Erfahrungswissen bringen Gründer mit? Marina hat ja gesagt, es gibt Gründer, die aus der Universität kommen, die sind vielleicht erstmal noch vorzubereiten auf Unternehmertum. Es gibt nur sehr wenige Kurse in Standarduniversitäten, die Unternehmertum lernen letztendlich. Das fehlt uns einfach. Wir sind ein sehr starkes Land mit Wissenschaft und sehr wissenschaftsbasierten Gründungen, aber dann kommt es dazu, wie baue ich einen Vertrieb auf, wie baue ich Sales auf. Ich komme jetzt gerade aus einem Dresdner Startup vor der Sendung letztendlich und da kann man auch wieder sehen können, dass wir sehr, sehr starke Ingenieure haben in Deutschland. Von außen gesehen sieht Deutschland, ist das das Erfinderland, das Ingenieursland. Aber wir haben in Deutschland Nachholbedarf im Vertrieb, im Sales und Marketing. Da wissen wir alle, das machen uns die Amerikaner vor und da können wir was lernen. Und Business Angels, die schon mal Unternehmen aufgebaut haben, meistens auch dann Unternehmen außerhalb des deutschen Marktes, die bringen diese Erfahrung mit rein und die können den Finger darauf legen, zu sagen, Jungs, euer Produkt ist super, es muss nicht 100%ig sein, es kann 80-20 sein, aber wir müssen jetzt zum Go-to-Market machen, also die Geschwindigkeit, das Produkt auf die Straße zu bringen, denn überall in der Welt sind Startups, nicht nur in Dresden, in Sachsen, in Deutschland, in Europa, überall auf der Welt sind welche. Und im Endeffekt zählt heutzutage Geschwindigkeit. Und diese kleinen Hinweise, wenn Sie so wollen, geben wir als Business Angel den Gründern mit, um letztendlich Fehler zu vermeiden, dass wir das beste Produkt haben dieser Welt, und das ist ja schon ein paar Mal vorgekommen in Deutschland,
und es aber dann nicht verkaufen, sondern anderen Ländern diese Produkte dann in die Märkte bringen. Sachsen hat ja auch eine vielfältige Forschungslandschaft und Unilandschaft. 4 Universitäten, 5 Hochschulen. Wie gut klappt denn der Transfer von Wissen dann auch wirklich in den Markt und dass dann aus diesem Wissen auch Produkte entstehen? Das ist ein ganz entscheidender Faktor, weil genau darum geht es. Wie schaffen wir, dass wir sozusagen Ideen in den Markt bringen, auch umsetzen können, ne? Diese Schrittfolge auch zu organisieren, weil wir erleben an verschiedenen Stellen, dass immer Ideen da sind, aber nicht überall die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse da sind oder die Frage von Vertrieb und Ähnliches. Deshalb ist das schon eine entscheidende Frage, wie wir auch dort unterstützen. Wir haben, sagen wir mal, sehr viel Wert auf das Thema Transfer gelegt. Wir haben zum Beispiel eine Technologieförderung, wo wir genau den Transfer zwischen Unternehmen und Wissenschaft organisieren. Wir haben eine Validierungsförderung, die ganz wichtig ist, dass sozusagen eine Idee auch sozusagen auf Marktfähigkeit untersucht wird. Das ist für viele Gründerinnen und Gründer ja auch wichtig, genau zu wissen, ob es überhaupt sozusagen eine Chance gibt, mit ihrer Idee, mit ihrem Produkt sozusagen marktfähig zu sein. Wir haben einen Transferpreis. Wir wollen auch sichtbar machen, dass wir gerade hier in Sachsen Leute haben, die sich darum kümmern, dass Transfer organisiert wird. Denn irgendwann muss ja die Idee in den Markt und da braucht es Menschen, die auch diese Brücken bauen. Also wir legen sehr, sehr viel Wert genau auf diese Frage des Transfers. Mhm. Ja, die Validierungsforderung wurde jetzt schon angesprochen. Dabei geht es ja mal so grob gesagt um den wird gesucht nach Ideen aus der Wissenschaft, die auch Anwendungspotenzial in der Wirtschaft haben. Wie genau muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Mhm. Ich würde das Wort Ideen aufgreifen und würde sagen, es geht um wirklich die Forschungsergebnisse. Und zu dem, was Thomas Schmidt gesagt hat und auch Herr Dulich, ganz entscheidend ist ja, dass man erstmal herausfindet, ob die Idee, die man hat, überhaupt einen Empfänger irgendwo hat. Also ich bin noch gar nicht bei Vertrieb und Verkauf und Vermarktung, ist alles ganz wichtig, aber ob es überhaupt ein Interesse dafür gibt und jemand bereit ist, dafür Geld zu zahlen. Und genau das, was aus einer Idee ein Geschäftsmodell kreieren kann, dieses frühzeitige Reflektieren, schnell mit dieser Idee ganz, ganz viel Feedback einholen. Eben nicht sagen, ich verrate es niemandem, damit mir niemand die Idee klaut. Genau das Gleiche ist in der Wissenschaft. Dieses Forschungsergebnis zu validieren, das heißt herauszufinden, gibt es überhaupt einen potenziellen Markt? Und wenn ja, wie hoch ist das Verwertungspotenzial? Rechnet sich das im Verhältnis zu dem Forschungsergebnis oder Forschungsaufwand? Denn am Ende soll Forschung der Gesellschaft dienen. Und wir haben nicht so selten vielleicht auch viele, viele Patente und Möglichkeiten. Ja, das ist eine einzigartige Entdeckung, aber vielleicht ist noch nicht die Zeit dafür. Oder es gibt überhaupt gar keinen Markt. Und dann kann es ja auch sein, dass ein genialer Wissenschaftler jetzt noch kein besonders guter Geschäftsmann ist. Wie bringt man da also das Wissen mit dem Wirtschaftlichen zusammen? Genau, und das ist ähnlich wie die Gründungsförderung, was ich vorhin gespiegelt hatte. Bei der Validierungsförderung werden diese wissenschaftlichen Teams auch nochmal ideell begleitet. Also sie werden auch durch das starke Netzwerk getrieben und auch gefordert, fördern und fordern, wie man so schön sagt. Also fördern, das ist so ganz eng verbunden mit der Sächsischen Aufbaubank in meinem Kopf, und fordern, das ist unsere Aufgabe, dann zu sagen, okay, was sind wirklich die Parameter, welche Meilensteine? Und die Forschungsteams werden dann anderthalb Jahre dabei begleitet, aus diesem Forschungsergebnis ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Und das kann eine Gründung sein, aber Transfer ist vielschichtiger. Das kann eine Kooperation mit etablierten Unternehmen sein. Das kann eine Lizenzierung sein, die der Forschungsinstitution ein Ergebnis bringen. Das kann aber eben auch ein Transfer über Köpfe sein, dass man sagt, hey, wir alleine können jetzt daraus kein Unternehmen formen, aber wenn wir mit einer anderen Forschungsinstitution einen Austausch machen, dann können wir gemeinsam Großes schaffen. Und genau darum geht es immer, so viel wie möglich. Thomas Schmidt hat es gesagt, es gibt nicht den goldenen Weg, dann wäre es ja einfach, sondern es ist so komplex und ganzheitlich zu betrachten, und deswegen war es ein verdammt guter Schachzug vom Wirtschaftsministerium, auch diese Themen zu bündeln, zusammenzuführen und am Ende halt mit der Expertise und dem Wissen aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aber eben auch der Kapitallandschaft, gemeinsam zu schauen, wie kann man individuell genau diese perfekte Idee richtig unterstützen. Okay. Jetzt ist vorhin schon der Business Angel Tag in Leipzig angesprochen worden. Da haben Sie ja die goldene Nase gewonnen. Das bedeutet, Sie haben den richtigen Riecher, wenn es um junge Unternehmen geht. Was macht das aus und wie kriegt man die? Ja, ich weiß nicht, ob der Titel dieses Preises goldene Nase wirklich zutreffend ist, weil man erwartet ja dabei, dass das ein erfolgsorientierter Preis ist. Also man hat sehr viel Erfolg. Aber man muss dazu sagen,
Der Preis wird ausgelobt von den Startups selbst. Sie schlagen also vor. Es wird nicht von irgendeinem Gremium vorgeschlagen, sondern man kann Gutes tun, man kann investiert sein als Business Angel oder man hat einfach auch in ein Unternehmen, was man nicht investiert hat, einfach eine gute Beratung gegeben und hat ihnen damit weitergeholfen. Und damit kommen dann die Vorschläge der Startups in einen großen Topf rein und in die Top 5, also die besten 5 Business Angels aus ganz Deutschland, werden dann nochmal von einer hochkarätischen Jury bestimmt. Und daraus entsteht dann derjenige, der diesen Preis mit nach Hause nehmen kann. Und da bin ich natürlich sehr froh dafür, dass ich das dieses Jahr, wo der Business Angel Tag in Deutschland stattgefunden hat, sogar nach Sachsen holen konnte. Das ist eher Zufall oder eine gute Leistung, würde ich sagen. Viele Startups scheitern ja in den ersten Jahren. Es gibt verschiedene Zahlen, aber einige gehen von 90% aus, die das Geschäft wieder einstellen. Warum ist es denn trotzdem attraktiv, in ein Startup zu investieren? Da muss man anfangen, warum investiert man in Startups? Also das Why, warum tut man das letztendlich? Und das heißt ja nicht nur, dass der finanzielle Erfolg die einzige Messlatte ist. Ja? Man kann auch sagen, einfach mathematisch gesehen, man kann nur 9-mal 100% sein Geld verlieren, aber man kann einmal mehr als das 10-fache gewinnen. Damit ist das Chance-Risiko-Verhältnis einfach immer höher. Aber das ist natürlich mit der Statistik genauso wie mit allem. Statistik ist 9:1 oder vielleicht 8:2, das kann man sehen, wie man will. Aber im Endeffekt kommt es immer schon ein bisschen auf die goldene Nase drauf an. Mal ganz konkret zu werden, was war denn der eine Fall, der sich für Sie so richtig gelohnt hat? Für mich hat sich noch keiner gelohnt, weil ich erst seit 2 Jahren sehr aktiv als Business Angel unterwegs bin. Das heißt, ich habe in den 2 Jahren in 8 Unternehmen investiert, 2 davon aus Sachsen, 1 aus Sachsen-Anhalt und die restlichen aus Deutschland. Die sind alle noch da. Die haben alle die Zeiten von 2020, 2019 der Gründung über 2021, 2022 überstanden. Sie bauen ihre Geschäftsmodelle erfolgreich auf und sind unterwegs. Also insofern gibt es noch keine negative Erfahrung im Sinne, dass ein Unternehmen es nicht geschafft hat. Das dauert sicherlich eine Weile und ich hoffe, dass ich vielleicht bei 0 bleibe, aber das wird nicht passieren, denke ich mal. Das sagt die Statistik, dass auch das eine oder andere es nicht schaffen wird. Was wichtig ist, und das, glaube ich, ist vorhin auch schon mal angesprochen, ist eine Fehlerkultur zu haben. Und ich glaube, da haben wir auch noch Verbesserungsbedarf in Deutschland. Fehler sind nicht so das Ding unseres Landes. Fehler zuzugeben, daraus zu lernen, das wird sehr unterm Radar gehalten. Ja? Ich kenne zum Beispiel Venture Capitalists aus den USA, die investieren ausschließlich in Gründer, die schon einmal bankrupt, also pleite gegangen sind. Weil sie sagen, das ist das beste Lernen, was du kriegen kannst und dann machst du es besser. Fehler sind grundsätzlich was sehr Gutes, solange man daraus lernt, Analysen macht und danach es besser macht. Und diese offene Fehlerkultur, die könnten wir in Deutschland noch besser machen. Da bin ich überzeugt davon. Mhm. Ja, wie kann man es noch besser machen? Das ist auch eine Frage, die uns beschäftigt. Die Start-up-Strategie, mit der Start-up-Strategie will das Bundeswirtschaftsministerium die Gründerszene noch unterstützen und hat dafür einige Maßnahmen zusammengestellt. Welche sind denn aus Ihrer Sicht die mit der höchsten Priorität und woran wird in Sachsen bereits gearbeitet? Es geht ja generell darum, dass man diesen Kulturwandel, den wir gerade beschrieben haben, deutschlandweit auch mit unterstützt. Und wir haben deshalb natürlich auch immer geschaut, dass wir uns mit dem Bundeswirtschaftsministerium und der neuen Strategie sozusagen auch committen, verbinden, dass wir sozusagen Teil dieser Strategie sind. Was ich ja eben das Spannende finde, dass inzwischen die Motivation zu gründen sich auch nochmal verändert hat. Das heißt, wir haben ja sonst immer so die Situation, dass erstens die meisten Gründungen in Zeiten passieren, die wirtschaftlich eher schwierig sind. Das heißt, wir haben Gründungen aus der Not. Was wir aber erreichen wollen, ist ja Gründungen aus der Lust, Gründungen aus der Motivation heraus, etwas zu tun. Und da kommt natürlich zum Tragen, dass auch immer mehr Menschen sagen, ich möchte auch einen Sinn darin sehen, indem ich etwas mache, indem ich etwas unternehme. Bei allem Verständnis, dass wenn man auch Geld verdienen möchte, dass man erfolgreich sein will, spielt zum Beispiel die Frage nach, ergibt es einen Sinn? Kann ich Teil einer Lösung sein? Ob jetzt zum Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung. Und deshalb ist es eben so, dass wir auch in Sachsen sehr technologieoffen und nicht nur technologieoffen, sondern generell offen auch an diese Fragen herangehen, dass eben auch soziale Innovationen genauso eine Berechtigung haben.
Und deshalb finden wir es gut, dass eine Bundesregierung mit einer Strategie einfach Wege öffnen will, auf diesen unterschiedlichen Pfaden sozusagen Menschen zu begeistern und auch Umstände zu schaffen, die zum Gelingen beitragen. Wobei ich finde es unheimlich wichtig, wenn wir über Gelingen reden, heißt das, Fehler zu akzeptieren, Scheitern zu akzeptieren. Und Deutschland ist so ein Sicherheitsland. Also wir denken immer in Sicherheitskategorien. Und deshalb müssen wir auch Menschen Mut machen, sich darauf einzulassen und das Scheitern dazugehört. Ich kann das nur unterstützen und unterschreiben, was Sie gesagt haben, dass man natürlich daraus lernen soll. Aber diesen Kulturwandel mit zu befördern, das ist unsere Aufgabe. Und ich finde, da sind wir zumindest in Sachsen auch auf einem guten Weg. Und Sachsen will ja auch zeigen, welche erfolgreichen Gründe und auch Innovationen es gibt. Verschiedene Wettbewerbe werden wieder ausgelobt. Was steht da 2023 an? 2023 ist wieder ein Jahr, in dem die drei Staatspreise, die Innovationen irgendwie alle touchen, nenne ich es liebevoll, ausgelobt werden. Das ist zum einen der Sächsische Gründerpreis. Das ist wirklich für die Menschen, die Ideen haben und auf dem Weg sind, ein Unternehmen zu gründen, es gerade getan haben oder maximal 3 Jahre am Markt sind, also ganz frühe Phase. Und es ist der Transferpreis zu dem Thema Wissenstechnologietransfer, was wir gerade gesprochen hatten, aus der Hochschullandschaft, egal ob der Transfer in einer Gründung endet oder in einer Kooperation, Lizenzierung etc. Und als letztes natürlich der Sächsische Staatspreis für Innovation für die etablierten Unternehmer, denn wir reden viel über Gründen und das ist ganz, ganz wichtig, aber es ist genauso wichtig, dass die etablierten Unternehmen sich vielleicht auch mal mehr schauen wie die jungen Unternehmen, die Herausforderungen des täglichen Wirkens ja, sich dem stellen. Durch die Flexibilität und die Geschäftsmodellhinterfragung auch neue Innovationen an den Tag. Und natürlich ist es ein Wettbewerbsvorteil und ich muss ja auch zukunftsfähig mich weiterentwickeln. Also für die jungen Gründer, für die Wissenschaftler und die vor allen Dingen die Professoren und die Professorinnen, die Wissen generieren, wirklich darüber nachzudenken, wie kann das Forschungsergebnis verwertet werden. Also darum geht es beim Transferpreis und eben die etablierten Unternehmen. Und am Ende kann da jeder eben mitmachen, weil der Gründerpreis ja für jeden zugänglich ist, mit seiner Idee bis 8. März und Obacht, das ist der Frauentag, ganz bewusst, weil wir natürlich das Thema Frauen auch stärken wollen in dieser ganzen Konstellation. Die ja noch unterrepräsentiert sind bei den Gründerinnen. Genau, aber ja. Alle Informationen dazu, das ist natürlich wichtig an der Stelle, gibt es unter futuresachs.de/Wettbewerbe, weil ja, da ist jeder aufgerufen, mit seiner Idee einfach mitzumachen und zu schauen, wie man daraus ein Unternehmen machen kann. Vielleicht sieht das der ein oder andere und kann sich jetzt bewerben. Ja, und damit erstmal vielen Dank an unsere Gäste hier im ersten Teil der Sendung. Und gleich kommen wir mit den Gründern selbst ins Gespräch und erfahren mehr über ihre Motivation. Doch zuvor schauen wir in ein Unternehmen, das der Start-up-Phase längst entwachsen ist und seit 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. Das ist die Metron GmbH aus Hartmannsdorf bei Chemnitz. Innovationen haben dort damals schon zum Programm gehört und tun es heute noch. Und mit der Geschäftsführerin Susanne Witt habe ich über eine Entwicklung im Bereich 3D-Druck gesprochen. Viele Erfindungen haben von Sachsen aus ihren Weg um die Welt angetreten. So gilt Chemnitz als Wiege des deutschen Werkzeugmaschinenbaus und auch das erste vollsynthetische Feinwaschmittel der Welt, Feber, wurde hier erfunden. Damit Sachsen ein Land der Innovationen bleibt, lobt der Freistaat verschiedene Wirtschaftspreise aus, darunter den Sächsischen Innovationspreis. Die Bewerbungsfrist läuft bis März 2023. Über den Wettbewerb und was Innovationen am Markt erfolgreich macht, darüber spreche ich jetzt mit Susanne Witt. Sie ist Geschäftsführerin der Firma Metrom Mechatronische Maschinen aus Hartmannsdorf. Frau Witt, Sie gehörten zu den Nominierten des Sächsischen Innovationspreises im vergangenen Jahr. Mit welcher Innovation im Bereich Maschinenbau befasst sich die Metrom GmbH? Metrom befasst sich mit verschiedenen Innovationen und im Moment verstärkt mit dem 3D-Druck, die Integration von Kunststoff- und Metall-3D-Druck in unsere Maschinen. In welchen Gebieten findet das Anwendung? Das findet im industriellen Bereich Anwendung, zum Beispiel zum Reparieren von Großbauteilen oder aber zum schnellen 3D-Druck von großen Kunststoffbauteilen. Dabei ist auch noch eine Besonderheit, dass diese Maschinen beweglich sind. Ja, wir stellen bewegliche Maschinen her, die zum Teil im Container oder auch separat weltweit transportiert werden können und vor Ort direkt eingesetzt werden können.
Was waren die größten Herausforderungen, Ihr Produkt im Markt zu platzieren? Ja, Metrom muss sich auf der Welt zeigen. Wir brauchen Bekanntheitsgrad, wir müssen Sichtbarkeit erzeugen und dafür nutzen wir Plattformen, die sich uns bieten, unter anderem Preise, die ausgeworben werden. Also wie zum Beispiel den Innovationspreis. Ja, genau. Energiekrise, Lieferkettenprobleme, wie stark beeinflusst Sie das bei Metrom? Das ist für uns auch ein großes Thema, vor allem die Lieferkettenprobleme. Wir verbauen in unseren Maschinen sehr viele elektronische Bauteile, deren Lieferzeit derzeit unbekannt ist. Und das macht es uns schwierig, natürlich Lieferzeiten für unsere Kunden angeben zu können. Was geben Sie Unternehmensgründern mit auf den Weg? Das ist in solchen Zeiten immer schwierig, aber das Beste, was ich sagen kann, ist jeden Tag die Prioritäten neu prüfen, die Ziele neu stecken und wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das denkt, dann eben die Planung ändern und den anderen Weg einschlagen. Danke, Frau Witt, für diese Informationen. Gerne. Ja, im zweiten Teil unserer Sendung kommen wir jetzt unter anderem mit Gründern ins Gespräch. Was ihr Erfolgsgeheimnis ist und wo der Schuh drückt, darum geht es. Das sind unsere Gäste. Alireza Rismanchian hat zusammen mit drei Kollegen im Bahnhof Leisnig ein Start-up der Kultur- und Kreativwirtschaft gegründet und dafür Gründungsförderung im Rahmen des InnoStart-Bonus von Future Sachs erhalten. Neben der Sanierung des historischen Bauensembles soll Künstlern und Dozenten aus ganz Europa eine Bühne gegeben werden. Außerdem will das Kulturzentrum einen Raum für lokale Initiativen bieten. Christoph Alt ist Geschäftsführer der Ligenium GmbH aus Chemnitz. Das Start-up entwickelt und produziert nachhaltige Logistiklösungen in Holzleichtbauweise. Für diese innovative Lösung hat er den dritten Platz beim Gründerpreis 2020 erhalten. Und Jochen Gottschalt ist Leiter der Abteilung Beteiligungen bei der Sächsischen Aufbaubank Förderbank. Das Geldinstitut versteht sich als Rundumpartner für die Unternehmensfinanzierung und will Gründer in Sachsen beim Aufbau ihrer Unternehmen unterstützen. Dafür stellt der Freistaat Fördermittel in Form von Darlehen oder Zuschüssen zur Verfügung und begleitet Start-ups über die Markteinführung bis zur Expansion. Ja, Herr Dulich, Sachsen ist ein gründungsfreundliches Land und das gründungsstärkste in den neuen Bundesländern, wenn wir mal Berlin weglassen. Was sind denn Erfolgsfaktoren hier bei uns im Freistaat? Ja, wir sind das Gründungsland im Osten, aber wir dürfen auch uns damit nicht zufrieden geben, weil wenn man sich wiederum anschaut, wie der Abstand zu anderen Ländern ist, sehen wir eben auch, was bei uns gut läuft und wo wir auch Nachholbedarfe haben. Wir leben sehr davon, dass wir ein Hochschulstandort sind. Wir leben sehr davon, auch von einer industriellen Tradition. Wir reden auch sehr oder wir leben auch sehr stark von einer starken Konzentration auf Technologie und auf MINT-Fächer, auch wenn sich das inzwischen erweitert. Und dort muss man aber eben auch schauen, wie schaffen wir es, eben auch ein Umfeld zu generieren, dass eben auch Unternehmen hier in Sachsen auch weiter als Start-ups erfolgreich sein können, in einem Umfeld, was nicht so wirtschaftlich stark ist, wie zum Beispiel in Bayern. Wir sehen natürlich auch, dass inzwischen auch große Unternehmen, wie zum Beispiel Volkswagen, ihre Türen geöffnet hat und verstanden hat, dass auch sie als große Unternehmen sozusagen eine Plattform für Start-ups sein müssen. Und das ist natürlich in anderen Ländern, wo man mehr größere Firmen hat, natürlich noch was anderes. Und dort müssen wir einfach auch hin, weiterhin in Sachsen sehr aktiv zu sein, eben über Future Sachs, über unsere Unterstützungssysteme, die Kleinteiligkeit unserer Wirtschaft als Chance zu nutzen, auch größer zu werden, ein Umfeld zu schaffen, dass eben Start-ups hier sich wohlfühlen. Die großen Unternehmenssitze fehlen eben im Osten. Lässt sich denn so ein Rückstand überhaupt aufholen oder was ist da das Ziel? Na gut, unser Ziel ist, dass sozusagen das nächste DAX-Unternehmen aus einem sächsischen DAX, aus einem sächsischen Start-up am besten wird. Also von daher geht es schon darum, dass wir deshalb nicht nachlassen dürfen, dass es wirklich viele Menschen gibt, die etwas unternehmen wollen. Egal, ob Sie jetzt neu starten oder, das war jetzt noch nicht das Thema, es ist so ein Nebenaspekt, wir haben zum Beispiel auch ganz viele Unternehmen, die suchen eine Unternehmensnachfolge. Ja, jedes Jahr kommen 1000 Unternehmen dazu, wo die Unternehmensnachfolge geklärt sein muss. Auch das ist eine Chance einzusteigen. Also die Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen, die Möglichkeiten, jetzt unternehmerisch tätig zu sein, sind gerade so groß wie noch nie, auch wenn die Konkurrenz sehr, sehr groß ist, weil alle buhlen um die gleichen Leute, um die gleichen Ideen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir sozusagen
unseren Gründerinnen und Gründern sozusagen den Rücken stärken, dass sie ihren Weg gehen können. Zwei Unternehmensgründer aus zwei ganz unterschiedlichen Bereichen haben wir heute mit in der Runde dabei. Herr Alt, Ligenium entwickelt und produziert Logistiklösungen in Holzleichtbauweise und das Ganze noch mit dem Anspruch der Nachhaltigkeit. Was muss man sich darunter vorstellen? Ich probiere es mal ganz bildlich darzustellen. Überall da, wo Produkte hergestellt werden, hat man auch einen gewissen Anteil an Logistik. Das heißt, es kommt von irgendwelchen Zulieferern Bauteile oder es werden im Werk Bauteile produziert und die dann quasi an einen Ort zu verbringen, braucht es ja, Transportgestelle oder Transportlösungen. Und diese Lösungen, die bauen wir vorrangig in Holzbauweise, was klassischerweise in Stahl oder Aluminium gemacht wird. Und wollen damit eben diese ganzen Primärenergiebedarfe, die in den Materialien stecken und die CO2-Bilanzen, die im Prinzip dadurch auch erhöht sind, im Prinzip reduzieren. Also ein sehr aktuelles Thema. Nachhaltigkeit, hat das für Sie auch eine Rolle bei der Unternehmensgründung gespielt, da auch was an den Markt zu bringen, was es noch nicht gibt und eine Idee zu etablieren, die vielleicht auch da in diesen Klimafragen weiterhilft? Also ich würde mal sagen, es war vielleicht unterschwellig schon immer da. Also wir haben das Thema an der Universität ja bereits erforscht, viele, viele Jahre im Vorfeld. Wie kann man Holz in solchen technisch anspruchsvollen Bereichen wieder salonfähig machen? Und da ging es bei uns im Wesentlichen immer um Leichtbau. Und Leichtbau hat so zwei Komponenten. Das eine ist das Thema Ressourcenschonung, dass ich halt weniger Material brauche. Und auf der anderen Seite eben durchaus Energie sparen kann, wenn ich Dinge transportiere, ne? Oder bewege. Das heißt, das war unser Kernpunkt immer in dem Material und im Einsatz. Und das ist halt auch schon über 15 Jahre her gewesen, wo wir da angefangen haben, an den Themen zu arbeiten. Und dass sich dann daraus dieses Nachhaltigkeitsthema entwickelt, das kann ich auch erst in den letzten Jahren feststellen. Also ich würde sagen, das Henne-Ei-Problem ist nicht geklärt. Ne? Okay, ein ganz anderes Thema, Kultur- und Kreativbranche. Im Bahnhof Leisnig, ein Zentrum für Musik und Kultur. Wie kam es denn zur Unternehmensgründung? Es kam natürlich aus einem Wunsch, was wir selber hatten und auch ein Bedürfnis, das wir seit Jahren auch selber als Kunst- und Kulturschaffenden und Freiberufler gespürt haben. Und das war ein Raum, was gefehlt hat von Musiker oder von Künstler für Künstler und wo man auch nicht nur einen kleinen Beitrag als Künstler oder Musiker so zum Gesellschaft trägt, sondern auch viel mehr sich in Wirtschaft und auch so größere Szene und auch in Kooperation mit der Gemeinschaft so integrieren kann. Und dazu ist es dann zu diesem Projekt gekommen. Sie haben den alten Bahnhof gekauft, wollen ihn sanieren, machen da auch viel selbst. Wie weit ist das Ganze denn fortgeschritten? Wir haben die letzten zwei Jahre vor allem auch die Corona-Zeit genutzt, um viele Anträge zu stellen, auch vor allem den Bauantrag und die Baugenehmigung zu bekommen. Und die Planung, Finanzierung, das war alles bei solchen Projekten, ist das auch nicht einfach, eine Finanzierung in Millionensumme von der Bank so zu bekommen und auch Förderungen und so weiter, weil erstmal muss das Konzept verstanden werden und auch eine Glaubhaftigkeit dargestellt werden, dass überhaupt so ein ungewöhnliches Konzept funktionieren kann. Und wir haben jetzt erst angefangen mit der Sanierung und in den nächsten zwei, drei Jahren werden wir auf jeden Fall damit beschäftigt sein. Aber man kann schon Musik und Kultur bei Ihnen genießen. Auf jeden Fall ging es schon los. Bei Startup denkt man ja auch vor allem an Technik und Digitalisierung, so wie Sie es jetzt gerade angesprochen haben, weniger an die Kultur- und Kreativwirtschaft. Welche Unternehmensziele stehen denn für Sie im Vordergrund? Bei uns stehen Menschen im Vordergrund. Und auch einen Raum zu schaffen, wo alle Menschen sich in der Augenhöhe sich durch ihre Kreativität, ihre Fähigkeiten und ihre eigenen Geschichten miteinander austauschen, sich kennenlernen und auch etwas auf die Beine stellen, was uns allen zugutekommt. Ob Logistik oder Kultur, ohne Finanzierung klappt nichts. Das steht am ganz Anfang an jedem Projekt. Wie stark engagiert sich denn die Sächsische Förderbank in der Finanzierung von Startups?
Also um die Ziele umzusetzen, die der Dulich angesprochen hat, haben wir zusammen mit den Ministerien natürlich ein breites Spektrum an Produkten entwickeln können. Die reichen von der Gründerberatung über den Innostart-Bonus zusammen mit dem Future Sachs hin zu dem Sachsenkredit Gründen und Wachsen, der in Anspruch genommen werden kann und somit da auch das ganze wirtschaftliche Leben meines Unternehmens hin abdecken zu können. Und wir haben natürlich auch als Bank dann zusammen mit der TU Chemnitz das TUC-Lab entwickelt. Das ist ein Gründerwettbewerb, wo auch Beteiligungskapital am Ende, wenn der Sieger hervorgeht, dann nach einer entsprechenden Prüfung auch wir uns beteiligen. Und es ist schön, dass Legenium aus Chemnitz eben genau aus dem Wettbewerb hervorgegangen ist und damit auch anfangen kann zu wachsen und sich zu entwickeln. Und der letzte Baustein, der für eine komplette Abdeckung ist, natürlich auch zu gucken, inwieweit wir als Bank auch in größere Fonds investieren können, um das Schlaglicht auch nach Sachsen ziehen zu können, um dann größere folgende Finanzierungsrunden auch stemmen zu können, sogenannte Later-Stage-Finanzierungen, wo man dann doch größere Finanzierungen anschieben muss. Und da wäre dann quasi das Rundum-Paket möglich. Wie hat sich denn dieser Bereich in den letzten Jahren entwickelt? Wird da mehr gemacht? Selbstverständlich, die Initiativen, die von der Bundes- und Landesregierung entstanden sind, zeigen Wirkung, hat man vorhin in der ersten Runde ja auch schon darüber gesprochen. Die Sichtbarkeit des Start-up-Segmentes und der Gründer wird viel mehr deutlich. Beispiele sind zum Beispiel Stuffbase aus Chemnitz als erstes Unicorn, was in Sachsen entstanden ist, oder Wandelbots in Dresden mit dem Robot Valley. Das sind Dinge, die reichen jetzt bis nach Stanford. Also das sind Dinge, die Sachsen geschafft hat in den letzten Jahren. Vielleicht nochmal kurz die Erklärung zum Unicorn. Genau, ein Einhorn, also das ist eine Unternehmensbewertung, die das erste Mal in der dann eine Milliarde erreicht, vom Dollar oder Euro ist jetzt Umrechnungskurs pari dahingehend. Das ist ein Unicorn, aber die Fälle im Kleinen, die Gründungsberatungen, die wir durchgeführt haben, haben interessanterweise vom letzten Jahr zu diesem Jahr ein Stück abgenommen. Dafür ist der Innostadt-Bonus wesentlich stärker in Anspruch genommen worden. Die Sachsenkredit, der ist letztes Jahr zusammen im Wirtschaftsministerium eingeführt worden, der ist natürlich gut angelaufen. Das ist das dreifache Volumen, was wir jetzt umsetzen konnten dieses Jahr. Und mit dem TUC-Lab, was wir, wenn das funktioniert und wir mit den anderen Universitäten uns da auch entsprechend arrangieren können, wo wir das ausrollen auf noch mehr Standorte in Sachsen. Und da konnten wir bisher schon 13 Beteiligungen eingehen. Und von denen sind alle noch aktiv in Sachsen. Und das freut uns, wenn die wachsen und sich entwickeln können und dann solche guten Beispiele werden wie Legenium. Genau. Ja, okay. Ja, Herr Rismantschian hat jetzt schon die Corona-Krise angesprochen. Sie haben es für Umbauarbeiten genutzt. Das ist natürlich ein guter Zufall gewesen. Aber für die Wirtschaft im Allgemeinen sind es schwierige Jahre. Dazu kommt noch der Fachkräftemangel. Wie stark wird das zum Wachstumshindernis auch für diese jungen Unternehmen, für die Start-ups? Na gut, das sind zwei Seiten, die man da betrachten kann. Das eine ist, dass die Corona-Zeit erstaunlicherweise nicht zum Einbruch von Start-ups geführt hat. Im Gegenteil, wir waren überrascht, dass in der Zeit sogar mehr Menschen gesagt haben, wir gründen. Gut, da war die Motivation sehr unterschiedlich. Es gab durchaus auch viele, auch als Solo-Selbstständige, die in ihrer bisherigen Tätigkeit nicht in der Corona-Zeit arbeiten konnten und auch neue Wege gegangen sind. Andere wiederum haben die Zeit genutzt, die sie auf einmal hatten im Homeoffice, um nochmal eine neue Idee zu entwickeln. Also es war schon spannend, dass Corona durchaus auch dazu beigetragen hat, dass noch mehr Leute den Weg zur Selbstständigkeit gefunden haben. Die große Herausforderung, vor der wir insgesamt gerade stehen, ist natürlich das Thema nicht nur die Energiepreiskrise, sondern das große Thema ist auch Arbeits- und Fachkräftebedarf. Das ist der Ruf, den die gesamte Wirtschaft gerade hat. Und das betrifft aber die Startups genauso. Die brauchen genauso Personal. Und das schildern sie uns auch. Also fast 70% der Startups sagen, das ist ihre größte Herausforderung, gutes Personal zu binden, zu bekommen, weil sie da auch in Konkurrenz zu allen anderen stehen, weil alle wollen die gleichen motivierten, guten Leute haben. Und deshalb ist das natürlich schon eine große Herausforderung und darf eben nicht dazu führen, dass sozusagen dadurch ein gutes Wachstum, eine gute Entwicklung abgebrochen werden. Das wird natürlich für alle jetzt nochmal anstrengend. Wir in Sachsen haben eine Fachkräftestrategie, die darauf baut, zum einen die eigenen Ressourcen zu stärken. Da müssen wir massiv in Bildung, sowohl in die schulische als auch in die duale Ausbildung, aber auch in die Weiterbildung, Qualifizierung investieren. Wir müssen eigene Ressourcen noch heben, die wir zu sehr haben liegen lassen, zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen haben. Aber es gilt, die Digitalisierung wird uns helfen müssen, auch Prozesse zu verschlanken und zu rationalisieren. Und das Thema Zuwanderung spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Das ist so etwas, wo wir natürlich auch sehen wollen, ein Umfeld zu schaffen, damit auch unsere Start-ups auf gutes Personal setzen können.
Herr Alt, wie ist es bei Ihnen mit der Fachkräftegewinnung? Wie groß ist das Problem? Als junges Unternehmen stehen Sie in Konkurrenz noch mit anderen Gestandenen am Markt. Wie sieht das aus? Ich würde es mal jetzt an unserem Beispiel so benennen, dass erstmal ich als Unternehmer in der Pflicht bin, erstmal einen attraktiven Arbeitsplatz zu schaffen. Also das ist so, das ging mir früher auch so oder generell, wenn ich mich jetzt bewerben würde. Es muss schon Sinn machen, sich dort zu bewerben, entweder in Form von dem, was ich dort tue oder ob das dann sozusagen ganzheitlich irgendwie einen Nutzen bringt, auch was ich dort mache. Ne? Ich glaube, da sind wir ganz gut drin mit unserem Thema, was wir umsetzen. Gleichzeitig sehe ich eher das Thema bei uns, das liegt aber eher so an der Pionierartigkeit der Thematik, dass dieser Fachbereich generell noch gar nicht gelehrt wird. Also da würde ich mir perspektivisch wünschen, dass man da, sag mal, wie man Holz im Maschinenbau etabliert, beispielsweise in Vorlesungen an der Universität, dass man das weiter ausbaut. Also wir sind da schon dran, wir machen das selbst schon zum Teil, aber es ist halt nicht also, skalierbar in dem die Kontext. Also dass die Leute schon von der Uni wegschnappen, dann sozusagen und für sich interessieren. Oder generell erstmal überhaupt in dem Ausbildungsbereich Maschinenbau das Thema Holz lehrt. Ja. Ist quasi 100 Jahre nicht gemacht worden, fangen wir wieder an. Und da würde ich mir wünschen, dass man dann in Zukunft sozusagen das noch etwas weiter ausbaut, wenn man tatsächlich davon spricht, dass sich daraus aus der Legenum eine ganze Branche entwickeln kann. Wie haben Sie die letzten 2 Jahre empfunden? Corona-Krise, jetzt haben wir Energiekrise. Welche Herausforderungen bringt das gerade für ein junges Unternehmen mit sich? Also ich würde mal sagen, die Fallhöhe ist nicht ganz so groß wie für Etablierte, weil man ja im Prinzip erstmal überhaupt wachsen muss. Ne? Also man hat am Anfang ein paar Mitarbeiter, wir waren, wo Corona begonnen hat, vielleicht 6, 7 Leute. Die Anfangszeit war eher positiv zu werden, weil die Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet oder zusammenarbeiten, sind im Wesentlichen große Konzerne, schon fast wie ein bisschen Zeit hatten. Ich würde sich mal so ganz einfach behaupten wollen, sie konnten sich mit solchen Innovationsthemen in der Anfangszeit beschäftigen. Und das hat uns genutzt, dass man quasi da die ersten Projekte gemacht hat. Und ich sage mal jetzt das ganze Thema Energie, Ukraine-Krise, das sehe ich bei uns zwar auch als Herausforderung, aber dadurch, dass im Prinzip unsere Produkte schon sehr primärenergie reduziert sind, also und auch nicht wirklich viel Primärenergie brauchen, um produziert zu werden, und das auch in Deutschland, ist das gar nicht so eine Riesenherausforderung, also ohne jetzt zu optimistisch das zu wirken. Das richtige aber, Produkt zur richtigen Zeit könnte sein. Also es ist so, im gesamten Prozess ist das nicht ganz so stark. Herr Rismanchian, Sie haben vorhin gesagt, Sie konnten die Corona-Zeit nutzen, um nochmal im Bahnhof Neissen ein bisschen was zu machen. Allerdings haben Sie mit einem Kulturunternehmen genau in der Zeit gestartet, als keine Kultur und keine Veranstaltungen möglich waren. Haben Sie manchmal zwischendurch gedacht, wir lassen es sein, wir schmeißen hin? Wie war da die Stimmung im Team? Sie sind ja 4 Gründer. Ja, die Stimmung war tatsächlich in einer Phase im Team und das war auch, also wir haben ja die letzten 2 Jahre viele Kulturveranstaltungen gehabt draußen, weil da draußen konnten wir den Bereich noch nutzen und als es zu 2G gab, das hat uns dann selig auch unternehmerisch dann sehr betroffen und das war tatsächlich eine Stimmung, wie soll es weitergehen und wenn es vielleicht noch ein Jahr so weitergegangen wäre, hätte sich Sachen verändert, weil wir nicht unter diesen Umständen Kulturveranstaltungen haben wollten. Und ja, das war auf jeden Fall eine schwierige Phase, wie wir in der Zukunft und natürlich auch nichts planbar und Veranstaltungen, die abgesagt worden sind und diese Ungewissheit, dass man nicht weiß, wie man weiter planen soll. Wie konnten Sie denn in dieser Zeit die Finanzierung für Ihr Projekt stemmen? Welche Hilfen haben Sie vielleicht auch in Anspruch genommen? Also wir haben zum Glück auch einige gute Förderungen bekommen, unter anderem auch von InnoStart Bonus, die Gründungsförderung, was ich als Gründer bekommen habe. Und in der Zeit hatten wir auch noch keine Finanzierung von der Bank und deswegen war das noch wichtiger. Das heißt, das war außer unsere privaten Mittel die einzige Finanzierungsmöglichkeit waren die Förderungen, die wir beantragt haben. Und das ist erst jetzt nach über 2 Jahren, dass wir mit der Bank die Finanzierung haben.
Und bis dahin haben die Förderungen noch eine wichtigere Rolle gespielt. Mhm. Ja, wo kommt denn das Startkapital für die Start-ups her? Welche Möglichkeiten der Finanzierung gibt es? Startkapital von Startups, zumindest nach unserer Erfahrung, ist erstmal primär, wenn die Gründer sich entscheiden zu starten, es ist Family and Friends und Eigenkapital, also das, was man gespart hat, das ist die Idee, für die man brennt, dann ist das, was als erstes eingesetzt wird. Der Startup-Verband hat in seinem Monitor dann auch nochmal festgestellt, die zweite wesentliche Stufe sind staatliche Förderung. Das sind vor allem die Innostart-Programme oder auch die Exist-Programme des Bundes, um eben anzufangen, ich kann zu gründen, um einen gewissen Risikofaktor, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ob das funktioniert, ein Stück dieses Hemmnis abzubauen. Der dritte Punkt hat man vorhin mit Herrn Schmitz, ein Business Angel, die eine ganz wichtige Rolle spielt. Und der vierte große Baustein ist dann Venture-Kapital, was dann quasi den großen Kapitalteil darstellt an der Stelle. Wie groß ist denn so der durchschnittliche Finanzbedarf, obwohl der Durchschnitt ja manchmal nicht genau, so den Einzelfall genau, aussagt? Genau, das ist der Punkt. Der Durchschnitt ist immer schwierig. Also es hängt stark von Branche ab. Es ist ein maschinengetrieben, großes Investitionskapital am Anfang. Es ist ein SaaS-Modell, also Software-as-a-Service-Modell. Das ist dann eher intellektuelle Eigentum oder auch Serverkapazitäten. Aktuell unsere Erfahrungen sind in den ersten Jahren ungefähr 500.000 Euro im Jahr. Das sind ungefähr die durchschnittliche Kapitalbedarf eines Startups, was natürlich dann, wenn die Skalierung einsetzt, beziehungsweise das Wachstum dann schon in größere Zahlen gehen kann. Okay. In Deutschland wird ja die Startup-Branche sehr genau unter die Lupe genommen mit dem Startup-Monitor. Und der sieht beim Thema Internationalisierung, also der Erschließung ausländischer Märkte, noch enormes Wachstumspotenzial für die jungen Unternehmen. Wäre es da vielleicht eine Idee, das mit in Förderrichtlinien reinzunehmen? Wie immer gibt es keine einfache Antwort. Also die Möglichkeit der Internationalisierung zu wachsen, es betrifft alle, hatten wir vorhin auch schon Diskussionen, es betrifft mittelständische Unternehmen, große Unternehmen. Wir haben vorhin mit dem Herrn Alt diskutiert, inwieweit es für Legenio möglich wäre, jetzt schnell zu skalieren und zu internationalisieren. Das ist natürlich gar nicht so einfach, wenn ich in diesem Sektor Maschinenbau, Holzverarbeitung, das geht im IT-Bereich einfacher, da ist die Website dann noch in mehreren Sprachen, dann ist der Skaleneffekt schneller zu erreichen. Ich glaube, wir sollten die Förderung einfach, niederschwellig und möglichst viele Ideen an den Start bringen. Das ist unser Ziel, möglichst viele Ideen, jede Idee zählt. Und es gibt etablierte Instrumente, die schon vom Wirtschaftsministerium eingeführt worden sind, um auch dann eine Internationalisierung zu machen, Messestände, Außenwirtschaftsförderung und die vielleicht noch anzupassen auf die Bedürfnisse von Startups. Das ist ein Schritt, wo ich glaube, da kann man bestimmt drüber nachdenken. Aber ich glaube, die Förderung an sich soll erstmal einfach sein und einfache, klare Kriterien uns nicht noch weiter anspruchsvoller zu gestalten. Okay. Ja, wenn wir gerade beim Startup-Monitor sind, eine Erwartung, die von Gründern darin formuliert wird, ist, die Bürokratie in Verwaltungsprozessen zu verringern. Inwiefern sehen Sie dafür Möglichkeiten? Das ist ein Thema, was nicht nur Startups adressieren, egal zu welcher Jahreszeit, egal mit welchen Unternehmen sie zu tun haben, ist das natürlich ein großes Thema, was insgesamt natürlich auch Menschen belastet. Auf der anderen Seite, man sollte Bürokratie nicht immer nur schlecht reden. Bürokratie bedeutet auch Rechtssicherheit. Also es gibt natürlich auch viele Investoren, gerade ausländische Investoren, die viel wertschätzender über das deutsche Rechtssystem sprechen, weil sie wissen, dass wenn sie eine Genehmigung haben, dann ist das rechtssicher. Das ist auch ein Gut. Trotzdem nervt es. Es nervt, wenn Sie viele Daten 100-mal eingeben müssen, wenn Sie lange Wege, wenn Sie Dinge nie verstehen und so etwas. Deshalb will ich das auch nicht kleinreden, weil es eben eine Belastung ist. Ich denke nur, man sollte nicht über das Thema Entbürokratisierung reden, sondern eher die konkreten Schritte suchen. Und da muss uns die Digitalisierung schlichtweg helfen. Ich bin ja nun sehr dankbar, dass gerade die Sächsische Aufbaubank dort wirklich auch Vorreiter ist. Das, was ich bemerkenswert finde, ist ja nicht nur, dass die Sächsische Aufbaubank Programme professionell umsetzt, sondern auch selber in Verantwortung geht. Das finde ich schon bemerkenswert, dass sozusagen eine Förderbank auch sagt, wir engagieren uns selber. Aber auch, und da war Corona durchaus nochmal so ein Push, gesagt haben, wir müssen unsere gesamte Fördersystematik digitalisieren. Und das ist nicht nur ein Antragsverfahren, dass sie es digital machen, sondern dass es eben auch mit Hilfe der Digitalisierung schneller geht. Dass wir in Zukunft vielleicht auch mal künstliche Intelligenz einsetzen, um zu schnelleren Entscheidungen zu kommen. Denn am Schluss ist auch eine Entscheidung einer Bank, ob sie eine Förderung geben, 0 und 1, ja oder nein. Und sie müssen einfach nur sehen, dass es plausibel ist, dass es richtig ist, dass sie Daten vernünftig zusammenknüpfen.
Und dann kann es auch schnell gehen. Und deshalb setze ich sehr auf das Thema Digitalisierung, das uns helfen kann, wirklich Prozesse zu beschleunigen und auch tatsächlich zu entbürokratisieren. Weil wenn Sie einen Antrag stellen, 80% der Daten sind immer vorhanden, geben Sie immer wieder neu ein. Da kann uns tatsächlich, das kann schon sehr helfen, dass auch der Nervfaktor vielleicht etwas niedriger ist und dass es vor allem schneller geht. Herr Alt, welche Probleme oder Hindernisse gab es denn für Sie im Gründungsprozess? Wo sehen Sie vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial? Oh, da muss ich gerade nachdenken. Also ich würde das gar nicht, die Hürden sind nicht sehr groß, finde ich. Also das ist eher so ein inneres Ding, dass man sagt, okay, ich switche jetzt in unserem Fall vom Wissenschaftler zum Unternehmer. Also das ist schon eine große Hürde. Die Förderprogramme, die es quasi aus der Universität heraus auch gibt, zum Beispiel das Thema Exist, das hat eine gewisse Bürokratie, aber ich glaube, die ist auch notwendig. Also wir haben das selber festgestellt, also wir sind ja eher den Forschungsantrag Schreibstil gewöhnt gewesen und ich sag mal, daraus ein Produkt zu formulieren, das ist schon eine Herausforderung. Und das ist, sagen wir mal, was, wo ich sagen würde, da könnte man, wenn man die Transfergedanken noch stärken sollte aus der Wissenschaft, dass man da diese Ingenieure und Ingenieurinnen mehr unterstützt, weil die denken in Technologie und weniger in Produkt und vor allen Dingen sind sie keine Unternehmer, zumindest nicht von Haus aus. Und das müssen sie werden. Ne? Und da sehe ich eher Ansätze, dass man das unterstützt. Nochmal kurz zusammengefasst, was würden Sie Unternehmensgründern mit auf den Weg geben? Was sind Tipps, die Sie gemacht haben und Erfahrungen, die Sie gemacht haben und die Sie vielleicht jemandem mit auf den Weg geben würden? Also ganz allgemein gehört da viel Mut dazu. Also Mut, Ausdauer, Durchhaltevermögen, das ist schon immer eine relativ harte Phase, vor allen Dingen am Anfang, wo die Kunden eben noch nicht da sind oder die Gelder noch nicht, sagen wir mal, so fließen, dass man die ganzen Kosten auch tragen kann. Das ist schon manchmal sehr herausfordernd, auch im Team. Was ich mitgeben kann aus der Seite, wie man quasi auch mit Konzernen zusammenarbeiten kann, auch als junges Unternehmen, ist, dass man sich, sagen wir mal, gut vorbereitet, um mit Konzernen zusammenzuarbeiten. Also sprich, möglichst die etablierten Managementsysteme einzuführen, relativ zeitig auch, dann ist es auch gar nicht so schwierig, mal Lieferantennummern zeitnah zu erhalten, um dann überhaupt erstmal handlungsfähig zu sein. Also das kann ich wirklich als Tipp mitgeben, das hat uns sehr geholfen. Okay. Herr Rismantian, schwierige Gründungsphase in der Corona-Pandemie. Würden Sie es wieder machen und was würden Sie Gründern mit auf den Weg geben? Ich würde es auf jeden Fall wieder machen und wir sind alle auch sehr froh, dass wir es tatsächlich gemacht haben. Zurück zur Finanzierung muss ich auch mich bei Menschen aus Leipzig bedanken. Zu dem Thema Startkapital haben wir durch Crowdfunding ungefähr 80.000 Euro Erstkapital, also vom ersten Sanierungsarbeiten gesammelt, hauptsächlich Menschen aus Leipzig, die das Projekt gut fanden und wirklich mit Herzen in allen verschiedenen Ebenen unterstützt haben, unter anderem auch finanziell, auch die Unternehmen in Leipzig und drumherum. Und da nochmal herzlichen Dank an alle. Und auf dem Weg würde ich sagen, zuerst richtige Menschen als Team, also das ist das Allerwichtigste bei uns, sage ich immer, unser größtes Kapital ist das Gründerteam. Und auch klare Vision und klare Werte. Und da stellt man auf feste Standbeine und kann man dann weiter aufbauen. Also die Gründer, die wir hier mit am Tisch haben, geben Mut, oder? Ja, das ist aber richtig so. Dass man einfach damit auch Mut macht, darum geht es ja. Andere auch zu ermutigen. Denn ich kann nur immer wiederholen, wir wollen ja, dass Menschen etwas unternehmen aus einer Motivation heraus. Weil sie eine gute Idee haben, weil sie sagen, ich kann dazu beitragen, dass die Welt besser wird, ich kann dazu beitragen, mit meinem Know-how Probleme zu lösen und so weiter. Die Motivation ist ja vorhanden und das zu stärken, das ist unsere Aufgabe und da hilft es ja, so gute Beispiele eben auch zu haben. Ich wünsche mir natürlich vor allem, dass auch noch mehr Frauen als Unternehmerinnen unterwegs sind. Es sind in Sachsen 1/3 der Neugründungen als Einzelunternehmen kommt von Frauen. Da sind wir noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Also das heißt, wir müssen auch hier sozusagen, wenn ich sage motivieren, auch wiederum schauen, dass wir auch hier ein Umfeld, auch ein kulturelles Umfeld schaffen, dass auch Frauen sich angesprochen fühlen, hier etwas zu unternehmen in Sachsen.
Ja, Sachsen war immer sehr stark auf Technologie, auf die MINT-Fächer aus und da hatten wir schon auch deutliche Geschlechtsunterschiede gespürt. Auch dort Mut machen, auch in den Bereichen tätig zu sein, aber genauso, und ich wiederhole mich, es geht auch um soziale Innovationen, denn auch die Tierwelt hat sich ja sozusagen bei den Start-ups vervielfältigt. Es gibt eben nicht nur das Unicorn, das Einhorn, sondern inzwischen gibt es auch das Zebra. Das sind also genau die Unternehmen, die Start-ups, die sozusagen als eigentliches Ziel sozusagen eher die Gemeinwohlorientierung in den Mittelpunkt gestellt haben, die sozusagen eher soziale oder Nachhaltigkeitsziele verbinden. Das gehört alles mit dazu und ich wünsche mir, dass wir in Sachsen genauso ein Umfeld weiterhin schaffen, dass wir eben auch noch in 5 und in 10 Jahren sagen können, Sachsen ist das Gründerland und hier kann man sich verwirklichen. Die Voraussetzungen sind da. Wir haben ein super Netzwerk mit Future Sachs. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten von Akteuren, die das unterstützen, auch finanziell. Wir haben immer mehr Menschen, die auch Verantwortung übernehmen im Sinne von selbst als erfolgreiches Unternehmen andere wieder am Erfolg teilhaben zu lassen, ob als Business Angel oder andere Kapitalgeber. Wir als Staat wollen die Unterstützungsmöglichkeiten ausbauen. Sachsen wird nur erfolgreich bleiben, wenn wir genau dieses Umfeld immer wieder neu schaffen und so eine Kultur entsteht des Gelingens und auch man darf auch ins Gelingen verliebt sein und nicht nur die Probleme sehen und die Fehler sehen. Wenn dieser Geist in Sachsen entsteht, und wir haben ja die besten Beispiele mit am Tisch gehabt, dann bin ich mir auch sicher, werden wir noch viele Unicorns haben. Da sind wir gespannt und schauen genau auf die Entwicklung. Ja, liebe Zuschauer, das war's von Martin Dulich konkret für 2022. Wir freuen uns, nächstes Jahr geht's weiter und hoffen, Sie schalten dann wieder ein. Bis dahin erstmal einen guten Jahreswechsel.